Hallo und herzlich willkommen zu dieser ersten und einzigen Ausgabe der DPL Season 1 Awards. Ich bin Nintendo Janer und ich begrüße Sie heute mit meinem zweiten Kommentator, Lissander Robin. Hallo, wie geht's Ihnen? Oha, jetzt bin ich einfach Zweiter. Ja, ich bin der erste Moderator, was... Ach Gott, egal. Ja, warum kann ich nicht der Erste sein? Weil ich als Erstes geredet habe. Egal. Playoffs sind übrigens nicht mehr drin. Also ja, nur zur Info. Wir nehmen jetzt erstmal nur die ersten 6 Spieltage und ich erkläre kurz ein bisschen wahrscheinlich, wie es jetzt hier ablaufen wird. Also, kurze Erklärung, wir haben jeweils 3 Kategorien mit 2, einmal sogar 3 Preisen. Einmal haben wir Kategorie Nummer 1, die Stat Awards. Da gehen wir einfach auf 2 Sachen ein, die halt schon von vornherein feststanden, dass sie gut sind. Beispielsweise, ach warte, das seht ihr gleich alles. Dann im zweiten Punkt haben wir die Umfragen gemacht. Die Umfragen-Awards, wo wir auf unserem Discord-Server die Teilnehmer 2 Dinge gefragt haben. Und das habe ich hier alles ausgewertet und ich werde euch erzählen, wie die Gewinner sind. Und dann haben wir die jetzt die Ehren-Awards, wo Robin und ich jeweils einen Award verteilen dürfen an eine Person. Vielleicht auch 2, wenn man sich nicht entscheiden kann. Und dann nochmal eine Gesamtehrung. Und dann noch wir mal kommen einfach dazu, wenn wir da sind. Ja, dann würde ich sagen, willkommen zu Kategorie Nummer 1. Den Stat Awards. Also, erstmal die meisten Kills. Das ist halt extrem wichtig. Ja, welches Pokémon hat denn die meisten Kills gemacht? Und welchem Team gebührt denn dieser Award, Robin? Es ist tatsächlich Sneebuna von den Psychedelic Psychog. Finde ich witzig. Psychos. Wir haben natürlich professionell, wie wir sind, und natürlich top vorbereitet, man kennt uns ja so, haben wir Interviews mit den Teams geführt. Also eigentlich immer nur mit einem Teilnehmer, aber der hat sich hoffentlich mit dem anderen abgesprochen. Beziehungsweise also, haben wir auch eigentlich nur 1 bis 2 Fragen gestellt. Es sollte repräsentativ sein. So, jetzt Zitat, Tyre T, ein Mitglied von den Psychedelic Psychos. Ich denke, Sneebuna hatte von Beginn an eine gute Chance, viele Kills zu holen. Wenn man sich mal die Statuswerte des Pokémon anschaut, merkt man schnell, dass Sneebuna der angeborene Revenger ist. Mit seinem Init-Wert von 125 und einem Angriffswert von 120 eignet es sich einfach sehr gut, um Kills zu machen. Außerdem verfügt es zusätzlich über eine starke Priorität mit der Attacke Eissplitter. Zitat Ende. Wie Tyre T schon gesagt hat, fällt natürlich auf, Sneebuna ist ein guter Revenger, aber deren Team war auch sehr gut dafür geeignet. Das muss man auch sehen. Sie haben diese Kills sehr auf Sneebuna konzentriert und hatten auch generell viele Kills, weswegen man dann halt Top-Dancements machen konnte. So, hätten wir... Egal. Wenn man öfter gewinnt, kann man mehr Kills machen. Kurz gesagt. Willkommen zum zweiten Teil der Stat Awards. Und da haben wir uns erstmal angeguckt, so welches Mon oder welche Mons kamen denn am meisten in einem Team denn eigentlich mit? Und da fiel uns auf, dass es da 2 Pokémon gibt, die tatsächlich alle 11 Spieltage mitkamen. Und das sind einmal Tortunato von dem Team Cool Pixie. Oder einmal das Stalobor von den Lazy Luxrays. Und natürlich, so professionell wie auch, warte, den Satz hatten wir schon. Wir haben auch dort Interviews gemacht. Jeweils zu einer Person des jeweiligen Teams. Und wir kommen erstmal zum Tortunato vom Team Cool Pixie. Da hatte ich Blabla angeschrieben tatsächlich und ihn gefragt, wie es dazu kam, dass als C-Pick ein Pokémon tatsächlich alle Spieltage mitkam. Ich zitiere ihn jetzt auch wieder wortwörtlich und alles so. Ja, also tatsächlich war der Hauptgrund recht offensichtlich. Da Felix und ich zu Beginn des Drafts halt wirklich noch fast keine Ahnung von Mons hatten, die für die jeweilige Situation eine bestimmte Aufgabe haben und somit unter anderem sehr wichtig sind, XD, so kam es auch unter anderem dazu, dass wir nicht mitbekommen hatten, dass wir nun nur ein einziges Mon zur Verfügung haben, das imstande ist, jegliche Hazards zu removen. Nun kam es auch dazu, dass in vielen Videos immer wieder erwähnt wurde, dass das doch die krasseste Schwäche von Cool Pixie wäre.
Somit waren wir dann auch in jedem Spieltag gezwungen, die blöde Schildkröte mitzunehmen. Übelkeits-Emoji. PS, jegliche Versuche, ihn mal nicht mitzunehmen, sind gescheitert, da uns auch nach einer Weile klar wurde, wie anfällig unser Team ist, was Hazards anbelangt. RIP, Kotz-Emoji. PPS, ich grüße meine Mami, glücklicher Emoji, Heiligenschein-Emoji. Zu diesem Interview kann ich auch nur sagen, ja, die Hazard-Schwäche war da. Ja, Tutinato war wichtig. Und ja, ich kann die Schlussfolgerung verstehen in dem Fall. Und zwar sehr. Und ja, auch zu den Lazy Luck Race gab es natürlich ein Interview. Und das wird euch natürlich Robin jetzt erstmal vorstellen. Natürlich, denn tatsächlich ist Excadrill, also auf Deutsch Stalobor, toller Name, auch jeden Spieltag mitgenommen. Und dazu gab es natürlich auch ein Interview. Zitat von Pavlos. Exca war einfach gesagt unsere beste Hazard-Removal, da wir leider keinen Defogger im Team hatten. Austos kann zwar auch Turbodreher, aber das auf Austos zu packen, ist einfach eine Verschwendung. Davon mal abgesehen, dass Austos gar nicht immer dabei war, mussten wir Stalobor auch mitnehmen, wenn das Matchup nicht gut war, weil wir sonst gar keine Hazards entfernen hätten können. Zitat wieder Ende. Also grundsätzlich, man nimmt Pokémon nur jeden Spieltag mit, wenn es die einzige Hazard-Removal ist, außer bei Greninja. Kategorie Nummer 2. Die Umfrage-Awards. Jetzt kommen wir erstmal beim ersten der beiden Umfrage-Awards zu dem Meme, welches die meisten Votes bekommen hat in unserem Discord-Server. Es gab 6 verschiedene Memes, die ausgewählt wurden. Und tatsächlich gab es ein Meme, welches 3 Stimmen hatte. Und dieses Meme ist Brot. Brotpreis. Und das werden jetzt natürlich die Leute, die nicht auf dem Discord-Server sind, nicht verstehen. Aber ich erkläre euch das ein wenig trotzdem. Also, Gründe, warum dieses Meme ausgewählt wurde. Brot ist cool. Brot ist hauptsächlich auf Light. Brot ist witzig. Brot ist ein Meme. Akzeptiert es einfach. Herzlichen Glückwunsch, Brot. Du hast einen Award bekommen. Ganz für dich alleine. Zum zweiten Award der Abstimmungskategorie haben wir abstimmen lassen, welches Team das beste spielerische Team der Season war. Also nicht, wie gut das Team war oder wie witzig sie waren, sondern wie sie spielerisch waren. Und tatsächlich, diesmal, mit ziemlich großem Abstand, glaube ich sogar, hat Pion Dragisch gewonnen. Also, Disrespectable und Richie. Oh, wow, was ein Wunder, das sind die Erstplatzierten. Ja, also... Aber es ist halt verdient. Wir können da zustimmen. Wir können da zustimmen. Die Erfahrung war groß. Spieltag 1. Ja. Insgesamt... Übrigens alle schauen, liken, kommentieren. Ich kann es sehr, sehr verstehen. Kategorie Nummer 3. Die Robin und Jana geben einfach irgendwelche Awards, die sie haben wollen, Kategorie. AKA Ehren-Awards. Ich fange jetzt wieder an und gebe den Jana gibt irgendeiner Person einen Random Award. AKA Janas Ehren-Award. Und bei mir war es so, er hatte mehrere Kriterien. Nummer 1, ich wollte keine Teampartner von Season 1 und 2 nehmen. Das heißt, Robin fällt raus, TJ fällt raus. So. Nummer 2. Ich konnte mich zwischen 2 Personen nicht entscheiden und nehme einfach beide. Easy. Passt. Welche beiden Personen es sind? Zum einen, der liebe Disrespectable, aka Benny, welcher einfach uns in öfteren Situationen mal geholfen hat mit den Spieltagen. Also auch mal uns geholfen hat, mal kurz mit uns ein paar Testkämpfe gemacht hat. Insgesamt sehr oft für uns da war. Mit dem ich mich auch privat jetzt ein bisschen sehr gut verstehe. Er ist halt sehr sympathisch. Und auch ein großes Lob an ihn, dass er zum Beispiel uns auch die ganzen Logos gemacht hat, sehr vielen zumindest, oder zumindest uns. Also wir hatten ziemlich ja coole Aktion. Wir hatten ja eine Logo-Skizze bei Greninja und er hat sie umgesetzt und uns das Logo gemacht, was ihr halt kanntet. Ne? Insgesamt macht er es für die Season 2 Teilnehmer auch, deswegen schaut bei Pion Dragisch vorbei. Ehrenkanal, besonders durch Benny und auch Richie, super, super, super Typ. Und die zweite Person ist Tayati. Tayati hat zwar
jetzt nicht so wie Benny uns bei ein paar Spieltagen geholfen. Insgesamt will ich ihn aber loben. Erstmal, dass er uns allen eine Kadergrafik gemacht hat. Zweitens, dass er im Discord-Server organisatorisch sehr, sehr viel macht. Dass er Grippen und Dairon sehr viel aushilft, zusammen mit Satu. Und insgesamt macht der Junge übel viel. Ich verstehe mich mit ihm auch gut. Wir haben mal Smash gezockt. Müssen wir wiederholen. War witzig. Und insgesamt die beiden wollte ich einfach ehren und sagen, ihr seid super coole Dudes. Danke. Und dann ich zu meinem Ehren-Award. Ich muss Sammy loben. Ehren. Ein Award geben. Wie auch immer. Denn meiner persönlichen Meinung nach, kann jeder für sich anders empfinden, hat Sammy den Discord-Server der TPL zusammengehalten. War ein krasser Spieler. Also, auch Ehre dafür, dass ihr uns vernichtet habt. Und mein größten Dank geht natürlich an alle raus, aber vor allem an ihn. Und zum letzten Ehren-Award wollten wir der beide... Der natürlich auch irgendwie sein muss. Wollten wir beide einfach nochmal Grippen und Dairon danken, natürlich, ne? Weil... Denn die haben diese Season auf die Beine gestellt und generell die TPL. Also... Die TPL-Gründer, die Admins, zwei Ehrenmänner, wie man es auch sagen will. Gäbe sonst die TPL nicht. Also diese letzten 12 Wochen sogar mit diesem Video wären nie entstanden ohne Grippen und Dairon. Deswegen auch danke an euch. Und mit danke dem Draft 13 Wochen. Mit dem Draft 13... Na hey, der Draft und dieses Video kommt zur selben Woche. Nein, der erste so, Draft. Der kam aber nicht auf YouTube. Ja, das stimmt. Deswegen. Danke an euch. Danke für diese tolle Zeit. Und natürlich auch wenn keine Awards für manche Personen kamen hier. Danke an die restlichen Leute. Wir lieben euch alle. Ja, wir lieben euch alle. Die VL-Boys sind alle super. Wirklich alle. Nervensäge 2.0 würde ich alle zerstören. Das sehen wir noch. Auf jeden Fall möchte ich euch danken, dass ihr uns bei diesem Video zugehört habt. Ich und Robin werden nächste Woche wieder mit einem neuen TPL-Video für euch da sein. Jetzt, Robin, was sollen denn die Zuschauer wieder machen? Liken, kommentieren, nicht favorisieren, das geht nicht. Dann teilen auf Twitter, Instagram, WhatsApp, Discord, überall. Kommentieren, mir fallen immer neue Sachen ein. Dann bei Jonna auf Twitch vorbeischauen. Nächste Woche follow. Geht's wieder weiter. Die alten Streams schauen, Superstreams. Dann natürlich alle anderen TPL-Videos, auch die, die in Zukunft noch kommen. Plus natürlich auch die anderen Videos von Jonna. Dann sind noch die TPL-Teilnehmer unten verlinkt. Und also der TPL-Playoff-Draft ist ganz oben verlinkt. Da könnt ihr euch Da könnt ihr euch eine Stunde Podcast geben, wie zum Beispiel ich TJ bedroht habe, damit er 3 Mons aus unserem Team pickt. Ziemlich witzig. Ein Katana, kein Dolch. Dann natürlich diese ganzen Schritte bei allen Videos der anderen Teilnehmer auch nochmal wiederholen, wenn sie Twitch haben, natürlich gegebenenfalls auch. Und solltet ihr damit fertig sein, bevor ihr 18 seid, genießt euer weiteres Leben. Ja, manche sind schon 18. Ich weiß. Solltet ihr damit fertig sein, bevor ihr 2 Jahre verschwendet habt. Krasse Leistung. Dann seid ihr wirklich schnell. So, also nochmal danke für diese tolle Zeit. Ja. Bis dann, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Finde ich witzig. Sei Cox. Kann ich noch nicht reden. Sei Cox. Alter, du bist. So. Die Psychedelic Sei Cox. Alter. Naja, und der Award für das beste Teamlogo geht natürlich an Coca-Cola. Guckt euch dieses Meisterwerk an.